Hallihallo und herzlich willkommen. Wir werden uns heute zusammen auf Orcs and Man angucken. Ein cooles Action-RPG. Kostet aktuell auf Steam 15 Euro. Und da spielt man mal nicht die Menschen, die Elfen oder sonst irgendwas. Nein, man spielt die Orcs. Das sind aktuell wir. Und ja. Wir müssen da hinlatschen. Aufgabe finde Arken. Alles klar. Sieht soweit ganz nett aus. Steuerung passt auch. Alles schön direkt und fluffig. Da bist du ja. Also, wie fühlst du dich? Ja, ein bisschen leise. Nervös. Ungeduldig. Ich würde gerne wissen, weshalb wir hier sind. Für etwas Großes. Ja, hä? Wirklich? Wollen wir den Imperator erledigen, oder was? Ha! Warum nicht? Würde uns nicht schaden. Ach. Er oder ein anderer Quas macht keinen Unterschied. Wir haben immer noch Verbündete unter den Menschen Arkai. Es ist nicht vorbei. Zu Zeiten seines Vaters war das Leben von einem Land des Kontinents zum anderen sehr verschieden. Und der Thron wäre die ganze Zeit leer. Das wäre ein Spaß. Komm auf den Boden zurück. Du schickst keine Gruppe Blutkiefer auf eine Parade. Mit oder ohne Verbündete. Hey, zeig ein wenig Mumm, Blutkäfer. Erstmal hier das Sound ein bisschen pimpen. In der Regel sind der Spielsounds immer am Anfang sehr laut, deswegen habe ich gedacht, setzt man einen Zacken runter, aber. Nö. Irgendwas aktiviert. Ich weiß noch nicht was. Die Vollzeitlupe. Arkai, entspann dich. Du gehst echt zu schnell an die Decke. Du musst lernen, deine Wut zu kontrollieren, Bruder. Du glaubst, dass dich nichts aufhalten kann, aber wirfst deinen Schutz über den Haufen. Zudem brauchst du lange, um wieder runterzukommen. Ja, habe ich mitbekommen. Bei jedem Schlag bin ich wieder in Buchthafen. Noch ein Grund, nicht getroffen zu werden. Oder eine Technik zu nutzen, die nicht funktioniert. Statt dich zu verteidigen, wenn ich als Freund zu dir spreche, solltest du es im Kampf tun. Du wehrst nicht nur mehr Schläge ab, wenn du in Verteidigungsstellung gehst, sondern du hast auch mehr Kontrolle über deine Wut. Noch ein Versuch. Nur dieses Mal parierst du meine Angriffe in Verteidigungsstellung. Danke, Arken. Ich schätze dein... Hilfe! Helft mir! Ich werde verfolgt! Ich habe eine Nachricht von Barryman für die Blutkäfer! Worum geht's? Woher kommst du? Haha, danke, Mutter Erde!
Du bekommst, was du willst, Berserker. Sie gehören dir. Ich bringe den Boten in Sicherheit vor deiner mörderischen Wut. Na denn. So, Stellung wählen. Ziele wählen. Gut, das ging ja noch. Danke! Du bist der Schlechter, richtig? Eine wahre Tötungsmaschine! Ich dachte, du wärst nur Legende! Still, Mensch! Geh zu unserem Anführer im Zelt. Er erwartet dich. Ich weiß, dass ich dir nichts Neues erzähle, Arkay, aber du musst aufpassen. Kontrolliere deine Wut. Sie darf nicht dich kontrollieren. Hör jetzt auf damit, okay? Ich komme später dazu. Blutkäfer, wisst, dass heute hier zu sein die größte Ehre ist, die ein Ork erfahren kann. Ihr seid hier für die wichtigste Aufgabe eures Lebens und vielleicht für die Geschichte unseres Volkes. Der Krieg hat lange genug gedauert und der Feind ist stärker als je zuvor. Aber Mutter Erde hat uns nicht verletzt. Seit einiger Zeit haben wir mit ihrer Hilfe einen Gegenschlag vorbereitet. Aber die Zeit wird knapp. Es wird Zeit, dem Völkermord ein Ende zu bereiten, der uns auf... Meine Brüder, wir müssen dem Feind den Kopf ab... Es wird eine lange und mühsame Reise. Jeder von euch erhält speziell... Unnötig zu sagen, dass diese Anweisungen sowie die gesamte Mission geheim bleiben müssen. Ihr seid in Feindgebiet. Ha, du hast von einer Selbstmordmission... Ist ein Versuch wert. Schlechter, wir beginnen mit dir. Folge mir. Der Rest von euch wartet draußen. Richtig. Arkay, du wirst zur Mauer gehen. Ein Führer wird am Osteingang auf dich warten. Sein Name ist Styx. Ja, von dem habe ich schon gehört. Er wird dich zum Morast führen, die unteren Bereiche des Turms der Inquisition. Dann macht die Schleicheinlagen im Spiel. Dort nimmst du Kontakt zum Widerstand auf. Tue nichts, was sie in Gefahr bringen könnte. Sie werden dich finden. Suche nicht nach ihnen und sprich mit niemandem über die Mission. Der Widerstand hilft dir, Großmagierin Arkens zu finden, die im Turm gefangen ist. Der erste Teil deiner Mission lautet... Sie von der Arkens hilft dir dann, zur Insel der Klagen zu kommen, dein finales Ziel. Dort ist deine einzige Aufgabe, den Imperator um jeden Preis zu... Also, ich muss nur auf die andere Seite der Mauer in den Morast kommen. Dort darauf hoffen, dass mich der Widerstand findet. Dann Arkens von der Inquisition befreien und mit ihr zur Insel der Klagen, um den Imperator zu... Alles klar. Gab allerdings schon einfache. Und du weißt, dass die Dinge immer kompliziert werden, wenn du losziehst. Wenn du soweit bist, geh. Du müsstest die Mauer während der Nacht erreichen können. Ich bin bereit. Na denn, geht die Reise los. Schon mal vorweg, für den Preis auf jeden Fall alle Male wert. Und im Weihnachtszelt, der bald kommt, vielleicht gibt es da noch einen besseren Preis. Und da könnte man zuschlagen. Verdammte Arschlöcher. Sie hatten nur einen Namen. Arkay.
als hätten sie ihn danach jemals wieder benutzt. Ich denke besser nicht nach, was heute mit der Welt wäre, wenn ich es gewusst hätte. Die Blutkiefer machen keine halben Sachen. Aber egal, der Preis war verlockend. Und es gab ja noch den Bonus, dass eine Menge der Weißhäute dabei draufgehen. Aber im Ernst, wie kann man einen solchen Plan ablehnen? Ja, und links das Ladebild, da seid ihr Styx und der Ork. Also wir spielen wohl Styx und den Ork. Wahrscheinlich im Wechsel oder kombiniert. Ich glaube, vielleicht war das ein Koop-Titel. Ich guck mal kurz im Shop. Ne, nur Einzelspieler, also wechselnd. Das wäre natürlich auch cool, wenn sie daraus einen Koop gemacht hätten. Einer ist der Schleicher, der andere der Prügler. Okay, das ist gut gelaufen. Allerdings wird es hier komplizierter als gedacht. Die Inquisition ist hier. Die Türen sind verschlossen und es gibt eine Ausgangssperre. Sie lassen niemanden durch. Das ist ein echtes Durcheinander. Was hast du vor? Nun, ich denke, wir klopfen an das Haupttor und sagen, Hallo, mein Freund und ich wollen den Imperator töten. Könnt ihr uns bitte reinlassen? Mach so weiter, Rakash. Und du bereust es. Okay, okay. Wir sollten zu mir in die Barackenstadt gehen. Ist nicht weit. Ich teile dort einen alten Turm mit Verbündeten. Sie werden uns helfen, hinter die Mauer zu kommen. Das heißt... Ich habe keine andere Wahl. Na denn? Ich habe nicht gelogen. Selbst hier haben sie dicht gemacht. Warte hier. Dort ist ein Durchgang. Ich gehe und öffne die Tür. So, da könnt ihr auch einen kleinen Einblick von dem gewinnen. Naja. Mit Top kann man direkt wechseln. Alles klar. Coole Maske. Das nennt ihr Patrouillieren, Säcke? Bewegte Füße! Ich will den Klang von marschierenden Stiefeln hören! Oder es brennt nicht nur Holz, wenn ihr die nächste Pause macht! Mist, da können wir nicht lang. Wegen dieser vier Wächter? Sieh mal, wenn wir anfangen, jeden umzuhauen, kommen wir hier nie raus. Du hast gesehen, wie die zusammengebrüllt wurden. Wenn wir uns da einmischen, bricht das totale Chaos. Du hast Angst. Ja, ich zittere wie Espenlaub. Ernsthaft, was habe ich dir gesagt? Du musst diskret sein. Scharfsinnig. Du kannst nicht wie ein Schwein losrennen, dass... Wir sollten außen rumgehen. Wir können diese Gasse dort nehmen. Weil es dort keine Miliz gibt? Sehr viel weniger. Wir sollten mit denen auf meine Weise klarkommen. Ah, hier haben wir mal Inventar. Fähigkeiten. Okay. Lernen wir jetzt mal anschleichen.
den Waffen! Mist! Ich glaube doch nicht, dass ich es alleine schaffe. Du wolltest Miliz? Hier ist Miliz. Was soll's? Genug Gerede. Lass uns das durchziehen. Brüll nicht so laut und alles wird gut. Ich muss nicht brüllen um diese verdammten... Vielleicht kriegen wir einen lautlos hin. Geht doch. Was lernen wir denn hier mal? Wo müssen wir hin? Zu den Waffen! Finishing Move, wenn eine Raserei ist. Ja, gut zu sagen, bleib mal zurück oder so. Der folgt ja einem ständig. Gibt's bestimmt auch was.
sind alle auf den Beinen heute. Der Ork bei ihnen heißt Zork. Er ist eine Schlange und liebt es, den Hintern seines Bosses zu küssen. Verräter, ich werde ihn zerfetzen. Du bekommst mehr, als dir lieb ist, wenn du das machst. Es lohnt sich nicht, ihn anzugreifen. Wir müssen nur seinem Boss ein Geschenk machen und er lässt uns in Ruhe. Aber kannst du einen Sklaven spielen? Du glaubst, ich knie vor einem Quasar nieder? Oder schlimmer, vor einem Rakash? Ich weiß, dass dir die Idee nicht gefällt, aber wir können einem Kampf ausweichen. Gut, vergiss es. Wir spielen, du wärst mein Leibwächter. Aber halte den Mund. Egal, was passiert. Verstanden? Verstanden. Hey, Styx! Ist das ein neuer Liebhaber? Bei seiner Größe fühlst du dich doch bestimmt ganz wund, oder? Na klar, deshalb laufe ich so komisch. Hast du vor lauter Liebe die Ausgangssperre vergessen? Hör zu, ich hatte ein paar Schwierigkeiten. Daher brauche ich die Muskeln. Kannst du nicht so tun, als hättest du mich nie gesehen? Du weißt, die Dinge haben sich geändert. Die Inquisitoren haben Interesse an Typen wie dir. Gib mir einen Grund, sie nicht zu rufen. Vielleicht hast du ein Problem mit Sarkis, um das ich mich kümmern kann. Gut, so betrachtet. Für mich okay. Hab dich nicht gesehen. Kommt, Jungs, Bewegung! Leibwächter eines Rakash. Wie kann man nur so erbärmlich sein, einen solchen Auftrag anzunehmen? Du musst entweder verzweifelt sein oder ein richtiger Idiot. Ja, genau wie ich dachte. Du bist ein Idiot. Hat deine Mutter es mit einem Hund getrieben, um etwas wie dich zu werfen? Für ein Weichei bist du ganz hübsch. Halt dein Maul, Arschloch! Wenn ich deine Meinung will, sag ich's dir! Passt weiter auf! Wir gehen ins Warme! Los, Jungs, wir gehen! Und hör zu, Styx. Die anderen sind vielleicht nicht so nett wie ich. Dafür bezahlst du, Hurensohn! Eines Tages krieg ich dich! Oh Mist, was? Oh verdammt, ich glaube es nicht! Hilfe! Mist! Ein Blutkiefer! Hilfe! Toll, war das alles für die Katz. Vergessen. Oh Mist! Du musstest diesem Abschaum deine Tätowierung zeigen. Konntest du sie nicht verdecken? Ja, aber deshalb musst du es nicht noch schwieriger. Darum kannst du dich kümmern. Du gehst nicht mit einem Kätzchen spazieren. Ich weiß. Glaub mir, ich weiß. Ein Blutkiefer. Du weißt scheinbar nicht, wie viel Angst du denen machst. Und nun? Wir gehen in mein Versteck im Turm. Schnell!
Wir können uns wohl sehen. Oder doch nicht? Wo waren die da denn? Oh Mann. Schon nervig. Ich kann nicht einfach ohne den Großen gehen. Würde ihm nicht gefallen. Ich sollte ihn holen. Nicht einfach ohne den Großen gehen. Würde ihm nicht gefallen. Ich sollte ihn holen. Tja, hier brechen wir ab und ja, klare Empfehlung von uns. Ein echt cooles Spiel. Schaut es euch mal an. Wir sehen uns. Bis dann.